Ja, seid gegrüßt und herzlich willkommen zu Teil 46 unseres gemeinsamen Let's Plays von The Witcher 3 Wild Hunt, und die Kirby ist natürlich auch dabei. Hallo. Schönen guten Tag. So, Dijkstra. Es ist 16.10 Uhr, das Wetter ist klar, wir müssen zum Dijkstra. Ja, Dijkstra oder Fechtmeister. Aber ich glaube, wir gehen jetzt erstmal zum Dijkstra. Ja, wir sind halt gerade irgendwie da, theoretisch. Wir müssen halt irgendwie jetzt einen großen Bogen laufen, weil wir aus dem Keller gekommen sind. Ja, warum nicht, ne? So, da sehen wir nichts. Der Rittersporn, was will der denn mit dem ganzen Gold? Ja, was will man mit Gold? Ja, aber warum braucht er auf einmal... Das war ja wirklich riskant, einen Gangsterboss derart auszurauben. Aber warum macht er so einen wagemutigen Schritt? Weil, wenn man die Gesprächen so zugehört hat, war der ja, glaube ich, nicht so der Held, ne? Sondern eher den, der Geralt öfter mal retten musste. Ja, aber vielleicht wollte der so einen Riesen... Ja, aber warum? Also hat er doch irgendwas... Knack machen. Ja. Ein Riesenbruch. Aber meistens entscheidet man sich dazu ja, weil man irgendwas anderes gerade vorhat. Will seiner Liebsten ein Haus kaufen oder muss sich selber freikaufen. Ja, das stimmt. Hey, wieso komme ich hier nicht rein? Aha. Die ganzen nackten Frauen sind weg. Einmal eine Schießerei, dann gehen alle direkt nach Hause. Das ist doch komisch. Dijkstra, wo bist du? Ich sitze im Badebottich. Wo ist denn der Zugang? Ja, würde ich auch gerne wissen. Ach da, guck mal, ich bin völlig falsch gelaufen. Oh Mann, ist das schwammig. Das ist aber wirklich kompliziert hier. Mein Gott, das ist kein Badehaus, das ist ein Labyrinth, ne? Eunuch-Lappen. Der Lappen-Eunuch. Ja, so, hier sind wir. Hast du kurz Zeit? Hab ich. Was willst du? Mir ist was aufgefallen. Bin fertig. Hab jeden Winkel der Kanalisation in der Nähe der Schatzkammer durchsucht. Und? Was rausgefunden? Ich werde Rittersporn ja jetzt nicht verraten. Ne, das haben wir ja extra, das wollen wir ja nicht. Ne. Das mit dem Boot können wir ja, aber... Aber die Leiche eines Diebes? Kann man doch eigentlich machen. Ja. Ich habe eine zweite Leiche gefunden. Einen der Diebe hatte das Gegengift erbrochen. So wie dein Mann, dieser Fons. Ein herrlicher Tod. Irgendwas bei der Leiche gefunden? Nicht viel. Eine leere Fiole. Man hätte ihn nicht zurückgelassen, wenn er wichtig wäre. War wohl nur ein Träger. Wusste nicht. War niemand. Eine Sackgasse. Anscheinend wurde die Wand von einer Bombe zerstört. Sieh mal. Vermutlich der Boden eines Silberzylinders. Voller Runen. Interessant. Weißt du, was drin gewesen sein könnte? Ein paar Dinge habe ich am Geruch erkannt. Wyvernöl und Zucker. Zucker? Geralt, für Späße bin ich gerade nicht zu haben. Ich auch nicht. Ich sag nur, was ich rausgefunden habe. In der Bombe war Zucker. Lass mich nachdenken. Zucker reagiert heftig mit Schwefelsäure. Aber nicht so stark, dass eine Explosion entsteht. Ich wusste nicht, dass du dich mit Alchemie auskennst. Hab mich an der Akademie von Ochsenfurt ein wenig damit beschäftigt. Aber das ist unwichtig. Du sollst meinen Schatz finden, nicht meine Biografie schreiben. Eieiei. Weißt du sonst noch was über die Bombe? Irgendwas? Die Bombe ist in einem Abflussrohr in der Wand der Schatzkammer explodiert. Aber das Gitter am Ende des Rohrs war zum Zeitpunkt der Explosion an Ort und Stelle. Was bedeutet... Dass die Bombe irgendwo im Badehaus ins Rohr gelangt sein muss. Genau. Es könnte so passiert sein. Der Täter ließ das Wasser aus einem der Becken ablaufen und warf die Bombe in das abfließende Wasser. Sie wurde mit runtergespült, blieb am Gitter hängen und dann gab's den großen Bums, wie Bart sagen würde. Das Abflussrohr ist unsere einzige heiße Spur. Wir müssen nur herausfinden, mit welchem Becken es verbunden ist. Ja, Happen führt eine Gästeliste. Er kann uns bestimmt sagen, wer das Becken am Tag des Einbruchs benutzt hat. Gar nicht so schlecht. Ich fühle mich wirklich sehr geehrt. Oh, dieser berühmte Sarkasmus. Hab ihn schon vermisst. Wirklich? Mhm. Ungefähr so sehr wie ein Messer in der Unterhose.
Wenn das nicht bildlich gesprochen ist. Ein Messer in der Unterhose. Gut. Du untersuchst die Becken auf der rechten Seite, ich die auf der linken. Schrei, wenn du was findest. Natürlich, natürlich. Hier ist nichts. Na gut. Hier vielleicht. Das sieht doch so aus, als wäre hier was. Ja, aber echt. Ja, aha, ist es auch. An der Oberfläche schwimmt was. Bäh. Sieht aus wie Öl. Aha. Soll ich jetzt schreien? Warum ist das denn immer noch rot? Ach, komm mal hier. Das Artikel passt zu dem Zylinderboden aus der Kanalisation. Dijkstra, komm mal her. Ja, jetzt solltest du schreien. Ja. Was gefunden? Einen Teil der Bombe. Happen, lass das Wasser in Becken 4 ab. Und bring mir das Gästebuch. Hopp, hopp. Komm, Happen. Und hol Nogga. So. Ah, lustig. Und was ist mit Happen? Vielleicht hat er dich zufällig über die Schatzkammer reden hören. Er hat jederzeit Zugang zum Badehaus. Happen hat viele Fehler. Er ist wichtig, tuerisch, überheblich und manchmal ein richtiges Arschloch. Das klingt jetzt vielleicht ironisch, aber seine Treue steht außer Frage. Wie kannst du dir da so sicher sein? Hexer kennen ihre Monster, Spione kennen ihre Männer. Einst hast du auch Philippa Eilhardt vertraut. Stimmt. Boom. Aber ich habe Philippa Eilhardt nicht in der Nacht vor ihrer Hinrichtung aus einem kuvirischen Gefängnis geholt. Okay. Ja. Mal sehen, was auf dem Grund liegt. Das Gitter vor dem Abfluss wurde entfernt. Sie haben die Bombe also hier runtergespült. Happen. Wer hat dieses Becken am Tag des Einbruchs genutzt? Mal sehen. Berthold Heinz, Stadtrat, Josef Schweig, Brauer und Markgraf Henkel. Henkel? Das kann nicht sein. Warum nicht? Warum kann das nicht sein? Der alte Kauz liegt seit letztem Winter unter der Erde. Hätte also am Tag des Einbruchs nicht hier sein können. Er ist tot? Hab nichts davon gehört. Kein Wunder. Der alte Markgraf ist in einem Bordell abgekratzt, in tollster Lederwäsche. Deshalb hat ihn seine Familie bei Nacht und Nebel begraben. Aber ich habe meine Quellen. Aber ich habe ihn gesehen, Herr Rolfen, ganz sicher. Hast du mit ihm gesprochen? Hast du ihn gut sehen können? Nein, er ist nur an mir vorbeigegangen. Du hast nicht Henkel gesehen, sondern einen Imitator. Denk doch nach. Sie haben dir zwar die Eier abgeschnitten, aber nicht das Hirn. Geralt, geh der Sache nach. Du musst mich schon freundlicher bitten. Ich bin nicht einer deiner Boten, Junge. Bitte entschuldige meinen Ton. Habe mich daran gewöhnt, die Leute rumzukommandieren. Gut. Wo soll ich anfangen? Bei Henkels Haus, einem verfallenen Stadthaus südlich vom Marktplatz. Vielleicht findest du dort Spuren von diesem Halunken, den wir suchen. Nun geh schon. Ey, habst du nicht gerade was gesagt? Ja, aber echt mal. Und außerdem Henkel, machen die nicht Waschmittel? Ja, aber wirklich. Gut, gut. Schön, schön. Fein, fein. Raus hier. Kommt. Ich bin hier, der Geralt ist so am Rumeiern. Sollen wir das denn gleich nochmal probieren? Ja, mit der Schwertmeisterin. Genau. Ich will nur mal wissen, ob das ein Bug war, ob man das jetzt an... Genau. ...gezeigt bekäme oder nicht. Weil die war ja schon ganz Buffy-mäßig interessant. Ja. Die Schwester war böse. Ja. So, wo haben wir dann? Wo haben wir hier? Wo haben wir... Fechtunterricht. Da. Erzähle dem Wachhauptmann von den Wachhauptmann von den Fechtstunden. Okay. Aber wir haben wieder einen Punkt. Immerhin. Was ist denn hier los? Da siehst du die kleinen Punkte. Ja, aber wer weiß, ob das wirklich. Ah ja, gut. Ich vertraue denen hier mal. Ich muss die Treppe hoch. Wollen die mich ver. Ah, okay, okay. Komm, geh rein. Kletter. Oh, guck mal. Muss ich direkt an. Wie hieß das nochmal da?
Von Lady Kracher, nee, das heißt ja jetzt anders mittlerweile. Sie lassen Streuner aus Wählen rein? Ja, genau. Warum hält die Tempelwache den Turm überhaupt? Auf jeden Fall Martina Hill war das in einem Sketch. Super lustig. Ja, die sich an Parkour versucht hat. Das sah dann nämlich so aus. Genau. Nächster Schnitt, Krankenwagen. Super. Hat meine Greta Neuigkeiten vom Markt mitgebracht. Deine Greta, meine Greta. Siehst du die Punkte noch? Ja, muss nach links. Ah ja. Ach guck mal, da ist es schon. Ach, das war das schöne Haus, genau. Hallo, Wache. Der schläft. Der mit dem Helm. Hallo. Hallo. Willst du hier was Bestimmtes? Ja, fechten. Ich habe eine Fechtstunde mit Rosa. Geralt von Riva, ja? Jo. Frau Rosa ist spazieren gegangen. Bei der Tempelbrücke, hat sie gesagt. Du sollst sie begleiten. Das wird wohl eine interessante Stunde. Danke. Das ist bestimmt wieder die Zwillingsschwester. Ja, ja, das habe ich nämlich auch. Weil das... Ich glaube, die hätte es runtergemusst auf dem Marktplatz. Das weiß ich. Ich schätze nämlich die richtige Rosa... Jetzt musst du da die Treppe runter. Ich schätze nämlich die richtige Rosa nicht so ein, dass die so Sprenzkes macht mit, komm mal dahin und so. Weißt du? Ja, ja. Die ist wahrscheinlich immer noch unten in ihrem Trainingsdojo. Oder die will jetzt von der Schwester halt nicht gestört werden. Nee, ich glaube, dass das die Schwester ist, die wieder irgendwas intrigiert. Dün, dün, dün. Deswegen sollte die Wache das auch schon sagen. Ja, damit, ja, das, damit gar, nicht... gar nicht da reingehen. Ja. Hui. Ja, wir fallen auf gar nichts rein. Auf gar nichts. Ewiges Nothing. Unser aller Vater. Müsste aber alle früher aufstehen. Ne, Mann von Hohensohn. Spitzeln wird mit dem Tod bestraft. Ja. Spucken wird mit dem Tod bestraft. Du Lama. Tja, ganz in Ruhe spuckt. Guck mal, guck mal. Guck mal, guck mal. Guck mal selber. Ein Pferd. Wo ist die denn spazieren gegangen, Sommer? Ist denn diese Brücke? Hier ist sie doch. Den Kickroller, nee, dabei. Das ist doch nicht mal die Brücke. Alter. Dreibergtor. Nimm dich, Hexer. Halt die Fresse. Junge. Du musst. Ja, das geht anscheinend. Ich werd aggressiv. Guck mal, so. Ich mach hier mal eine kleine Abkürzung. Ja. Du machst dein. Echt am anderen Ende der Stadt. Du machst dein Navi ganz verrückt. Du musst dich ständig neue Punkte überlegen. Hui. Tut mir leid, dass ich die ganze Zeit hier so rumspringe. Da bist du doch. Nee, das ist eine Elfe. Jesus. Ach so. Da. Geralt, hier drüben. Hallo, ich sehe dich. Hast du immer ein nilfgaardisches Regiment dabei, wenn du spazieren gehst? Immer. Papas Befehl. Es ist zu deinem Schutz, Rosa, Liebes. Die Leute hier hassen uns. Warum? Was habe ich denen getan? Doch genug davon. Soldat, du kannst gehen. Aber seine Exzellenz, der Botschafter Vaatra, hat gesagt... Na und? Diese Exzellenz sagt was anderes. Erkennst du ihn nicht? Das ist Geralt von Riva, der beste Schwertkämpfer, den der Norden je gesehen hat. Mit ihm bin ich sicher. Also los, rasch! Links, zwei, drei, vier. Ah, das ist so eine Ashley. Jetzt müssen wir die jetzt sicher nach Hause bringen. Gehen wir, Geralt. Ich will dir was zeigen. Was denn? Nein, wir sind doch nicht so eine Diva, oder? Du benimmst. Wir wollten üben, nicht spazieren gehen. Das ist... Ich weiß, Geralt. Nun hör auf mit der Leier. Gehen wir. Na gut. Hm. Lauf. Ja, komm ich doch her. Nee, komm ich nicht. Nee. Gott sei Dank. Das ist eine komische Art von Spazieren. Sieht mir wie ein Wettlauf aus. Ja, aber es ist ja gut, wenn die sich beeilen. Weißt du, ich dachte, wir könnten die Stunde auch an der frischen Luft abhalten, statt in einem feuchten alten Verlies. Ein Duell auf einer Brücke. Wie in den Romanen. Zieh das Schwert! Ich habe nur mein Stahl- und mein Silberschwert. Wir sollten mit Übungswaffen kämpfen. Sollten wir. Aber gerade du solltest doch wissen, dass die Dinge, die man nicht tun sollte, besonders viel Spaß machen. Ja, damit wir verhaftet werden, wenn wir ein Schwert gegen die ziehen, oder was? Hör mal, ich will dich wirklich nicht verletzen. Hör auf, mich zu bevormunden, sonst verletze ich dich. Und jetzt en garde!
Mädchen, tut mir echt leid, aber es geht nicht. Ich kann ja nicht hauen. Musst du aber. Jetzt geht die Quest ja nicht vorbei. Wir wurden schon angefeuert. Ja. Also los. Auf. Es ist noch nicht zu spät, sich zu erinnern. Hey. Ja, komm. Bock. Klar. Hey. Boah. Tu mal deine Stecknadel weg. Wie die Adria. Alles klar? Ja. Eigentlich hast du nur meinen Stolz verletzt. Gut so. Da waren aber ganz viele Blutspritzer auf dem Boden. Aber gut. Wieso interessierst du dich überhaupt fürs Fechten? Ich langweile mich. Ich habe hier keine Freunde. Mein Vater hält mich an der kurzen Leine. Ein Bankett nach dem anderen. Ich hasse Bankette. Mhm. Öde Gespräche, schreckliches Essen, schwache Getränke. Genau. Mit dem Schwert in der Hand kann ich wenigstens etwas Spaß haben. Etwas Dampf ablassen. Na schön. Und nun? Wir sollten zurückgehen, aber... Entschuldige, Geralt. Das klingt jetzt komisch, aber würdest du dich kurz umdrehen? Mein Korsett ist verrutscht. Es kneift furchtbar. Ich verstehe, dass Frauen hübsch aussehen wollen, aber im Korsett kämpfen? Das bremst doch. Rosa? Das war ja so klar, Schatz, ne? Sie ist weggelaufen. Va'ata bringt mich um, wenn ihr was zustößt. Ich muss sie finden. Wo ist sie denn hin? Kann nicht mehr weit sein. Hier wird nicht rumgehangen. Da sind die Fußspuren. Hier wird nicht rumgehangen. Sagt man aber nicht zu jemand, der an einem vorbeiläuft, oder? Hier geht's zur sieben Katzen. Toll. Das Mädchen will eben Spaß haben. Super. Oh, Kobe. Ich dachte, die war da links irgendwo. Oh, das war schon. Bist weit weg von zu Hause, nicht wahr, Schätzchen? Und wer weiß, ob du je wieder zurückkommst? Das ist die Tochter des Botschafters Va'atre. Sie genießt diplomatische Immunität. Ich verstehe den Scheiß nicht, den du redest. Aber du liebst die Schwarzen, das ist offensichtlich. Ist doch klar, Lukas. Hexer fühlen sich von Monstern angezogen. So ist das eben. Aber diese Bestie... Oh, um die kümmern wir uns selber. Da gibt's doch kein Geld, oder? Nee. Lasst es mich so ausdrücken, dass ihr es versteht. Verpisst euch! Sieh an. Nicht nur die Schwarzen kommandieren uns herum. Jetzt fangen auch noch die Hexer damit an. Schade bloß, dass ich mir von beiden nichts sagen lasse. Danke. Auf ihn, Lukas! Ja. Die entführen keine Frauen mehr. Schwert hat ein bisschen Schaden genommen. Kann aber gut blocken, der Lukas. Kann nicht gut schlagen, aber der kann gut blocken. Er war wirklich mal gut. Mach dir mal Feuer unterm Arsch. So. Dann wenigstens mal kurz, bis ich die Arme runtergenommen. So. Ach, Mann. So, ist die Rosa noch da oder wieder weggelaufen? Ja, Gott sei Dank. Ist dir jetzt klar, warum dein Vater darauf besteht, dass dich Soldaten begleiten? Damit sie mich retten können. So wie du. Nein, damit du gar nicht erst gerettet werden musst. Rosa, diese Leute sind deinetwegen gestorben. Na und? Erwartest du, dass ich in Tränen ausbreche? Boah. Eine Schweigeminute einlege? Das waren Halunken, die haben es so verdient. Okay. Und du fragst dich, warum die Leute hier Nilfgaard hassen.
Ich dachte, du wärst anders als die anderen Nordlinge. Dass du uns verstehst. Unseren Gerechtigkeitssinn. Ich habe mich geirrt, wie ich sehe. Du solltest jetzt nach Hause gehen. Und nimm den kürzesten Weg, nicht den mit dem schönen Ausblick. Verstehe. Leb wohl, Geralt. Und viel Glück auf deinem Weg. Ja, ja. Mach's gut, Prinzesschen. War wirklich unausstehlich. Super. Quest abgeschlossen. Was haben wir denn hier? Guck mal, da ist doch was. Aha, ein Anschlagebrett. So. Küchenhilfe gesucht. Schwupp, 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 schwupp. Warnung. Sehr gut, sehr gut. Das habe ich noch nie gesehen. Jetzt will ich aber mal wissen, was wir machen noch. Eine Kleinigkeit sollten wir ja noch anfangen hier. So. Da, Graf Rolvins Schatz, finde Junior. Haben wir denn eigentlich noch eine ganz unterlevelige Quest, die wir noch wegmachen müssen? Wir sind jetzt, ja, guck mal, da 10 zum Beispiel. Müsste wir eigentlich haben sogar weg. Eben hier so eine 7 hatte ich noch. Ja, genau. Also sowas müssen wir eigentlich mal wegmachen, bevor es viel zu langweilig wird. Ja, ne? 7, 10, 9, also die sollten irgendwie noch weg. Komm, dann gehen wir noch mal kurz hin. Aber ich glaube, da müssen wir fast die Stadt verlassen, oder? Das war doch woanders. War es nicht auf einer Insel? Ja. Guck mal, weil da ist nämlich gerade eine Schnellreisestation. Genau. Könnten wir die vielleicht direkt benutzen. Schnellreisen. Oh, nee, das ist doch in der Stadt. Ja, ach, das war das Spukhaus mit diesem, wie heißen diese Kinder? Da diese. Ja, genau. So ein Zögling. Genau. Ich weiß, was du meinst. Ein Bölkling. Keine Ahnung. Gottling? Nee. Gott, Göttlinge. Göttling. Ja. Göttlinge. Genau. Du weißt das. Grüß Göttlinge. Schön, schön, schön. Ja, ist immer wichtig, auch mal zwischendurch dann mal wieder so Quests abzuarbeiten. Ja, finde ich auch, weil das ist irgendwann wirklich dann langweilig. Mit einer Schwalbe, Geralt. Meditieren können wir später. Das ist natürlich sind der Quests dabei, die man weiß, die will man halt auch gar nicht machen. Das kann ja auch sein. Genau. Boah, der Speicher sah ja lustig aus. Ein kotzender Hund. Auch nicht schlecht. So, da sind wir wieder. Back in town. So, was ist los? Aua, nicht ziehen! Wer du zieht hier wen? Doch Zöpfe. Aber nicht, dass du die Haare ziehst. Eins geht nicht ohne das andere. Dann will ich sie nicht. Wer? Ich glaube, der. Wer ist denn jetzt hier? Opa, Entschuldigung. Wer ist denn die Frau? Hexer, Hexer! Corinne, sieh nur, wer da ist. Ach, ihr kommt jetzt zusammen. Wusste ich nicht. Als du gesagt hast, dass Sarah für meine Albträume verantwortlich ist, wollte ich wissen, ob der Teufel so schwarz ist, wie er oder sie gemalt wird. Ich bin hergekommen und habe kein Monster gefunden, sondern unsere kleine Sarah. Ich weiß nicht warum, aber wir haben uns sofort verstanden. Oh, wie cool. Vor langer Zeit begannen die Menschen in einer Welt voller Monster mit dem Bau von Städten, um sich zu schützen. Doch da es Monster auch innerhalb von Stadtmauern gibt, mussten sich die Menschen weiterhin fürchten. Die Wahrheit ist, dass Mauern keine Sicherheit garantieren können. Der Ort, an dem man sich ein und alle anderen ausschließt, ist kein Zuhause. Zuhause ist ein Ort, den man erst nach langen Reisen findet. Oh. Schön. Da haben wir was Tolles gemacht. Ja. Hilfe, schubst mich nicht. Super, abgeschlossen. Schön, ihr beiden. Dann habt ein schönes Leben hier. Genau, ich würde sagen, wir beenden den Teil auch hier. Und im nächsten Teil werden wir vielleicht noch mal kurz mit Sarah und der Corinne reden und dann uns auf den Weg zu anderen Quests machen. Das machen wir. Bis dahin. Tschüss.